Hallo, ich begrüße Sie hier zum zweiten Tag unserer Online-Open House und täglich grüßt das Murmeltier auch heute wieder mit dem Matthias Seidel von Phase One. Der Matthias hat uns heute zwei Kamerasysteme mitgebracht, XT und XF. Zunächst mal wird er uns, glaube ich, ein bisschen was erzählen zum XF-System und den kreativen Möglichkeiten, beziehungsweise ich glaube, Reproduktion war ein bisschen das Thema, oder? Ja, also einmal, das ist die XT, das ist die XF und mit den neuen IQ4-Rückteilen, weil ja viele meinen, die hohe Auflösung, 150 Megapixel, braucht man nicht und so weiter. Haben inzwischen auch viele Kunden schon Upgrades vom 100 Megapixel zum 150 Megapixel gemacht, aber nicht aufgrund der Anzahl der Pixel, sondern auf der Qualität, weil im IQ4 die Farbqualität auch noch mal verbessert wurde. Sprich, die Rottöne kommen noch besser rüber, die Nuancen wurden erweitert sozusagen, auch in den Brauntönen sind mehr zu erkennen und allgemein in den Farben sind die noch natürlicher geworden, ohne dass ich irgendwas einstellen oder ändern muss, dass ich die Bearbeitung in Capture One oder im Photoshop eben kaum wahrnehmen muss, um die Farben hinzubringen, sondern man macht den Schuss und die passen. Das Ja. ist auch wahrscheinlich der Grund, warum es von dem 150, also IQ4 150, kein Trichromatik mehr gibt, oder? Nein, das hängt damit zusammen, dass der Trichromatik der bisherige normale CMOS-Sensor ist, sage ich mal. Das heißt, beim IQ3100 gab es ja IQ3100, fertig. Und der Trichromatik, hier wurden die Farbfilter, die Anordnung und das verbessert, um saubere Farben schon mal zu bekommen. Und beim IQ450 gibt es deshalb kein Trichromatik, weil es ein komplett neuer Sensor ist, sogenannter BSI-Sensor. Das heißt, die Elektronik konnte ganz nach hinten verlagert werden und die Dioden sitzen quasi direkt hinter den Linsen, wo das Licht einfällt. Und dadurch hat man nicht nur die Farben, sondern auch die Rauschempfindlichkeit noch mal deutlich verbessern können, was man bei Langzeitbelichtungen oder hohen ISOs deutlich sieht und merkt, dass das noch mal besser geworden ist. Das ist eine Qualität, die es bisher beim Mittelformat überhaupt noch nicht gegeben hat. Ja, deswegen habe ich auch wieder keine Bilder oder sonst was dabei, weil die Bildqualität die Leute sowieso immer überzeugt. Und ich versuche halt einfach ein bisschen die Funktionen, was alles drin ist, zu erklären, was auch immer wieder durch Firmware-Updates erweitert werden kann. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Ich hoffe, dass das noch aktuell ist. Man hat in der Vergangenheit auf der Internetseite von Phase One auch Samples runterladen können, also sogar im RAW-Format. Ja, kann man runterladen. Was natürlich ich viel lieber mache als Beispiele. Wenn der Kunde Interesse hat, ich komme zum Kunden, erkläre die Kamera, dass man sie auch gut bedienen kann und lasse dann gern 2, 3 Tage da. Macht es eben auch für meinen Händler wie Foto Universal. Fahr einfach raus, bring die Kamera, lasse da, man kann sie ein bisschen testen und dann gucken und mit seinen eigenen Bildern arbeiten. Weil viele meinen ja immer, die tollen Bilder, die irgendwo verfügbar sind, werden bearbeitet, wobei man einen RAW-File nicht beeinflussen kann, noch nicht mal über den eingestellten Weißabgleich in der Kamera. Den kann ich ja nachträglich ändern, ohne dass sich das RAW wirklich ändert. Im Kamerasystem, ich habe mal festgestellt, so rum zu drehen, geht glaube ich im Detail am besten. Wir haben Touch-Displays hinten und auch vorne, kann man hier durchwischen und kommt dann zum Beispiel zum Focus-Stacking. Focus-Stacking ist wunderbar für Makrofotografie auch oder wenn ich Uhrenschmuck fotografiere und möchte die von vorn bis hinten mit der Makrooptik zum Beispiel scharf bekommen, weil da ist nicht so eine hohe Schärfentiefe da, dann kann ich sagen, tiefster Punkt, nächster Punkt und anhand der eingestellten Blende schlägt die Kamera vor, wie viele Bilder das zu machen sind. Das kann ich auch manuell dann eingreifen und sage, liebe Kamera, du willst da 30 Bilder machen, 15 reichen mir, um die später zusammenzubauen. Ich bekomme die einzelnen Bilder. Was dazu noch ein gutes Tool ist, ist die Pro-Foto-Steuerung drin. Denn wenn ich einen aufwendigen Aufbau habe mit vielen Lampen,
zum Belichten mit unterschiedlichen Gruppen. Das kann ich alles über die Kamera steuern, beziehungsweise wenn sie am Rechner angeschlossen ist, auch über Capture One, kann ich die Pro-Foto-Blitzsteuerung machen. Brauche nur eins weiterwischen nach Focus-Stacking, dann habe ich schon die Gruppen und alles da und stelle eben ein, welcher Kanal das genommen wird. Ich kann sogar, wenn man mit dem Pro-Foto Air arbeitet, die Kamera darüber auslösen. Also es ist nicht nur der Sender drin, sondern auch der Empfänger. Und wenn man das jetzt dann einstellt und ich einfach mal auslöse, hoffe ich, sieht man den Blitz, ohne dass ein Kabel oder sonst was dran ist. Das sind also alles Funktionen, die im XF-Kamerasystem wiederum sind, unabhängig vom Rückteil. Also im Prinzip wird dort so eine komplette Air Remote in dem Body schon abgebildet. Ja. Also ich kann, spare mir die komplette Air Remote, ich habe die komplette Funktionalität einer Air Remote. Ja, das ist komplett drin. Und das sind halt ja, Funktionen, die im Laufe der Jahre, den XF-Body gibt es ja schon ein bisschen, einfach durch Firmware-Updates erweitert wurden. Und das Gleiche wird passieren beim IQ4-Rückteil, werden sicherlich im Laufe der nächsten Zeit weitere Funktionen hinzukommen durch Firmware-Updates, Verbesserungen. Man hat auch, ich habe ja gerade geblitzt, wenn ich jetzt nochmal weitergehe im System, Seismograph, ja, Blitzanalyse mit drin. Das heißt, wenn ich ein Bild mache und stelle fest, hoppla, irgendwie von der Belichtung, dann kann ich anhand der Flash Analyzing, also Blitzanalyse, sehen, wie hat der Blitz reagiert, wann wurde die Aufnahme gemacht, hat es gepasst und so weiter, um schneller mein System der Lampen einstellen zu können. Interessant, das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Das ist selber, geht das selber kam, über das hinaus, was Profoto selber anbietet. Ja, also, ja. Das ist praktisch einfach mal durch Firmware-Update wieder mit dazugekommen. Mhm. Deswegen ist es, viele kriegen das gar nicht mit. Viele machen kein Firmware-Update, weil man immer sagt, never change our running system. Aber ich muss sagen, die Firmware, wenn die kommt, ich lade die immer sofort runter, wenn die auf der Webseite ist. Ich nehme die immer von der Webseite, sobald sie öffentlich ist, und probiere die aus, um zu gucken, gibt es vielleicht einen Haken oder nicht. Aber kann man bedenkenlos eigentlich bei Facebook runterladen. Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie stolzer Besitzer eines Phase One Systems sind und Sie haben da irgendwelche Bedenken, möchten das Update nicht selber durchführen, kein Problem, bringen Sie es zu uns. Wir machen das gern für Sie. Ja, das ist relativ einfach, aber auch Sensorreinigung, was die Händler gerne machen, ist hier bei so einem Rückteil, ich kann es mal, nehme mal kurz dieses Teil, relativ einfach zu tätigen, nicht ganz so wie bei Kleinbildkameras. Man nimmt es ab, macht den Sensor, pustet schön mit Luft, wenn man optimal reinigen will. Ich hauche den Sensor nur an, wisch dann mit diesen Stäbchen, dieser geht mit dem Tuch drüber, und dann ist es meistens sauber. Was man vermeiden sollte, ist mal pusten, weil wenn etwas Speichel draufkommt, dann muss man mit Flüssigkeit putzen, weil der relativ fest oftmals anklebt. Aber auch das ist übrigens eine Dienstleistung, die wir gerne anbieten. Also auch das sollten Sie sich das selber nicht zutrauen. Auch das können wir gerne für Sie übernehmen. Also, und das findet auch hier bei uns im Haus statt, ja, unter wirklich fast Reinraumbedingungen. Wir haben eine extra kleine Werkstatt, wo wir das machen. In der wird auch eigentlich nichts anderes gemacht. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Ergebnisse immer top sind. Ja. Was es im System als solches auch gibt, seit dem IQ3100, das IQ4 Trichromatik und das IQ4150, ist der elektronische Verschluss. Man kann ja die Backs abnehmen, wie Sie gerade gesehen haben. Ich kann die an Fachkameras, an der XT benutzen und, und. Und ich kann aber auch mit so einem Back an der Fachkamera ohne Kabel arbeiten, indem ich den elektronischen Verschluss vom Rückteil nutze. Den kann man relativ über Kopf arbeiten, ist relativ schwierig. Man wischt sich ins Teil und geht übers XF-Menü, über die Aufnahmekonfiguration, und da gibt es dann Verschlussmodus, da gibt es LS-Priorität,
LS bedeutet Zentralverschluss. Alle Schneideroptiken, Blauring und auch die Nicht-Blauring-Schneideroptiken haben ja einen Zentralverschluss. Da kann man bis zum 1600stel blitzen damit am System. In der Kamera selber ist noch ein Schlitzverschluss. Das heißt, wenn ich draußen viel Licht habe, kann ich auch bis zum 4000stel arbeiten, aber dann halt nicht blitzen. Das merkt die Kamera. Das Blitzsymbol, das angezeigt wird, verschwindet dann. Dann kann ich praktisch keinen Blitz mehr auslösen. Das ist LS-Priorität und er würde automatisch, wenn ich über die Zeit hinausgehe, auf Schlitzverschluss umstellen. Und ich kann auch hier nur ES anwählen. Und wenn ich auf nur ES gehe, man hört, der Spiegel klappt schon hoch, ist der Elektronik-Shutter. Wenn ich dann auslöse, macht er einfach das Bild, klackt und die Verschlüsse werden nicht benutzt. Das ist eine feine Lösung, wenn man draußen ist, Landschaft, Architektur fotografiert oder wenn man die Kamera Richtung Repro einsetzt, haben wir zwar Spezialkameras, aber über einen elektronischen Verschluss, Kamera hängt da, dann ist der Verschleiß der Verschlüsse lang nicht so hoch, weil ich ja einfach nur den Sensor benutze. Ja, das sind so Funktionen, die das System halt nochmal flexibler und erweiterbarer machen für die verschiedensten Aufgaben, von der XF her gesehen. Hast du noch irgendwelche Fragen? Oder nee, ich überlege gerade, ich frage mich ja immer, was für Fragen haben vielleicht unsere Zuschauer. Ich kenne das System einigermaßen gut, deswegen, ja, man ist da immer gerne auch ein bisschen betriebsblind. So aus dem Stegreif fällt mir jetzt nichts ein. Vielleicht, weil du gerade nochmal über Auslösezahlen gesprochen hast, dass die Shutter dann nicht so belastet werden. Was hat denn so ein Shutter von XF für eine gewöhnliche Lebenserwartung? Das ist schwer einzuschätzen. Also ich sage mal so, die Shutter wurden im Laufe der Jahre verbessert. Ich weiß, dass es früher häufiger Probleme vom Body oder von der Optik her kam, vom Shutter her, seit wir die XF haben und die Schneider Blu-ring Optiken eigentlich Standardprobleme, wenn man das System kauft. Komplett als neu bekommt man ja 5 Jahre Garantie, 5 Jahre auch Ersatzservice für das komplette System. Man kauft es neu, da könnte der Shutter rein theoretisch 10-mal kaputt gehen, aber wir geben deshalb 5 Jahre Garantie und sagen 200.000 Auslösungen für den Zentralverschluss in diesen 5 Jahren. Und ganz ja, gut, das ist ja schon mal das welche da kaputt geht. Das wurde immer mehr verbessert und gesteigert. Das gilt übrigens auch, wenn man Trade-ins macht, bekommt man ja Sachen vergünstigt. Aber wenn man nur die Rückteile bei den IQ4-Rückteilen auch bei einem Trade-in und gibt was Altes zurück, kriegt kostengünstiger das neue Back, bekommt man 5 Jahre Garantie und Ersatzservice. Und da kann man sich drauf verlassen. Wenn ich praktisch heute, jetzt und um diese Zeit, Samstag hat natürlich Kopenhagen nicht offen, aber am Montag um diese Zeit anrufen würde, dann versuchen die sogar noch am Montag einen Ersatz rauszuschicken, direkt zum Kunden. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, oder ja, das ist die Erfahrung, die unsere Kunden mit Phase One machen. Das funktioniert tatsächlich in der Regel, dass am nächsten Tag per Kurier ein Ersatzgerät geliefert wird. Ja, das ist richtig. Was Gott sei Dank nicht häufig der Fall ist, weil die Systeme wirklich top laufen, auch die Rückteile, also eigentlich nie Probleme, weil wir beim Service vielleicht noch sind, was sich ja bestimmt im Laufe der Zeit rumgesprochen hat, Capture One, Phase One unter einem Dach, aber 2 getrennte Firmen. Jeder Phase One-Kunde, sei es XT, XF, und er hat mit Capture One ein Problem. Wenn er Support-Probleme hat, muss er nicht über die Capture One-Webseite gehen, sondern geht über die Phase One-Webseite und bekommt da seinen Premium-Service, sehr schnelle Antworten und Hilfen, wie es weitergeht. Was auch viele vielleicht Richtung Software nicht wissen oder noch nie wussten, für unser System ist Capture One bisher immer kostenfrei. Sprich, früher nannte sich das DB-Version, man hat einfach runtergeladen, DB-Version. Heute durch die Umstellung auf Capture One 20, ab Capture One 20 war so, heißt die Version Capture One Phase One. Ja. Und man bekommt einen Lizenzcode für die freie, man muss nur sein Rückteil praktisch registrieren und kriegt dann auf der Registrierungswebseite, da wo man es registriert hat, oben den Lizenzcode angezeigt.
aber es ist, spielt keine Rolle, ob ich Capture One Pro habe, was sämtliche Kameras unterstützt, oder die Capture One Phase One Version. Wenn ich eine Kamera habe, kriege ich den Support, alles über Phase One. Das heißt, wenn ich jetzt mein Phase One Rückteil registriere und ich kriege diesen Lizenzschlüssel, der gilt dann für die Capture One Version. Für die aktuelle Capture One 20 Phase One mit allen Funktionen? Ja, aber die Kompatibilität, also ich sage mal so, der Alltag in einem Fotostudio ist ja so, dass dann nicht nur Phase One rumstehen, sondern da werden auch Canon oder Nikon oder sonst was verwendet. Dann und braucht man seither ist es ja so, dass die Fotografen im Studio dann gerne die Capture One Version nutzen, die mit der Phase One Hardware geliefert wurde. Ja. Das geht also in Zukunft leider nicht mehr. Nein, das wird ja mitgeliefert, wird eine Pro-Version, wenn man es neu kauft. Okay. Na, das ist das, warum viele von früher gar nicht wussten. Und eine Capture One Pro muss man immer upgraden, wenn man auf die nächste Version gehen möchte. Gibt es inzwischen Abo-Modell und Kaufversion. Und die Kaufversion war so, dass die auf 3 Arbeitsplätze genutzt werden konnte. Ja. Es gibt auch Lizenzen für 5, 10 Arbeitsplätze, wenn man große Studios hat. Was man aber dann trotzdem machen könnte, wäre, ich habe einen speziellen Rechner, wo ich nur mit der Phase One arbeite, kann hier an dem Arbeitsplatz die kostenfreie Version nutzen und an anderen Arbeitsplätzen, wo ich zum Beispiel Bildbearbeitung mache, nur meine Daten runterlade, dort die Capture One Pro. Okay, verstanden. Ja, weil ich als Fotograf, wenn ich 2, 3 oder 4 Rechner habe, dann kann ich praktisch alle 4 mit Capture One ausstatten, bei 3 die Pro-Lizenz und bei 1 die normale. Gut, dann habe ich das auch verstanden. Ja, was es vielleicht noch gibt, weil wir vorhin bei Belichtungszeiten und ich habe hier eine Optik mitgebracht, ist, das ist ja der sogenannte Mamiya-Anschluss vorne. Man kann also auch Mamiya-Optiken benutzen am XF-System. Und es gibt sogar einen Adapter, dass ich alte Hasselblad V-Optiken benutzen kann, weil das haben viele noch zu Hause im Schrank und sagen, die Optiken toll und klasse, die kann man nach wie vor an der Kamera mit allen Backs benutzen. Ist das sinnvoll, mit einem 150-Megapixel-Back die, sag ich mal, alten, meist noch für analog gerechnet also Optiken zu verwenden? Ich habe bisher einen Kunden, der das benutzt, aber meistens benutzen die diesen Adapter nur für eine Optik, die sehr selten auch wieder benutzt wird. Okay. Weil man dann sagt, okay, ich spare erstmal wieder auf eine neue Optik mit Zentralverschluss und benutze dann lieber meine alte Optik. Die ist für gewisse Dinge ausreichend und die waren früher nicht schlecht gerechnet, diese Zeiss-Optiken. Also von daher, sonst würde man den Adapter sicherlich von unserer Seite aus sperren und sagen, nee, ja, wollen wir nicht. Okay. Ja. Ja. Hast du uns noch was zu sagen zum XT-System? Zum XT-System kann ich natürlich auch noch viel sagen, aber das machen wir ja in der nächsten Runde. Okay, dann sparen wir uns das auch für die nächste Runde. Ja, wir sind sowieso auch schon wieder in der Zeit. Ja, dann habe ich hier aber noch einen kleinen Hammer zu berichten. Ja, also in Zusammenarbeit mit Phase One und dir haben wir uns Gedanken gemacht, was können wir denn Ihnen anbieten? Also sollten Sie Interesse daran haben, an dem Erwerb eines solchen schönen Systems oder sind Sie Besitzer eines solchen Systems, möchten ein Upgrade machen? Bis einschließlich Dienstag bieten wir Ihnen an 10% auf jedes System und auch jedes Objektiv. Das ist schon ein erklägliches Sümmchen, was da zusammenkommt, was Sie sparen können. Also, Spitzenbleistift und mal nachrechnen. Und wie gesagt, bis Dienstag haben Sie Zeit. Bis Dienstag können Sie bei uns 10% auf alle Phase One-Systeme und alle Optiken bekommen. Ja? Dann freue ich mich auf unsere nächste Runde. Die ist, glaube ich, relativ spät. Ich glaub, das ist 18:30, glaube ich. 18:30 oder sowas. Und dann werden wir noch mal ein bisschen auf die XT eingehen. Ja. Bis dahin bleiben Sie dran. Als nächstes kommt der Stefan Seib. Auch sehr interessant. Bleiben Sie dran und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis später.